Ich bin ein Pflichtverteidiger für das US-Strafjustizsystem. Sie wären befugt, das obligatorische Minimum... Nächster Fall. Wenn man einmal hineingefallen ist, ist es fast unmöglich, wieder herauszukommen. Harte Woche gehabt, Champ. Mein Mandant plädiert auf nicht schuldig. Euer Ehren. Raus hier. Bei allem Respekt. Was wäre, wenn man das System in seinem eigenen Spiel schlagen könnte? Dieser Kerl hat gefragt, ob ich ihm einen Gefallen tun würde. Es geht um das Auto eines Kollegen. Könnten Sie mir sagen, ob es da ist? Er hat mir 100.000 angeboten, wenn ich eine Probe des Heroins, das in dem Navigator versteckt ist, mitnehme. Wieso hast du das riskiert? Ich will nicht auf verpasste Chancen zurückblicken, Cassie. Ich stelle mal eine Hypothese auf, dass wir besagtes Geld unentdeckt stehlen können. Trotzdem würde ich es nicht machen. Wieso nicht? Weil es falsch ist. Es ist falsch? Es ist falsch. Es ist falsch? Denk daran, was es bewirken könnte. Das Gesetz brechen und trotzdem an die Gerechtigkeit glauben. Das ist nicht der erste Bluff heute, oder? Irgendjemand sieht 15 Millionen Dollar in einem Raum. Denk an die Leben, die das verändern könnte. Ich bin dabei. Der Typ macht mir irgendwie Angst. Du solltest lieber nicht versuchen, dich in was einzumischen, das dich nicht angeht. Ihr zuliebe. Das ist unsere Chance, unseren Namen ins Universum einzuritzen. Zeit für was Legendäres. Die Cops. Ich glaube, sie wissen Bescheid. Es gibt ein Problem. Ein mexikanisches Kartell? Sie sind hier. Das ist eben, was ich tue. Ich reiß mir den Hintern auf, um das Spielfeld zu ebnen. Wir haben gesagt, keine Knarren. Das ist Tränengas. Außerdem sieht das total krass aus.